Es geht weiter mit Far Cry 3. Yay! Und diesmal machen wir das, was wir machen müssen. Und zwar die Mission. So. Und irgendwie, Moment, ich hab so. Irgendwie, mir kommt das so vor, als würde die Minimap irgendwie kleiner aussehen als beim letzten Mal. Was heißt beim letzten Mal? Ich habe eigentlich nur auf Pause gedrückt. Naja, wird schon stimmen. So. Weil nee, die ist wirklich kleiner, oder? Moment. Vollbild? Hm. Naja. Wird mir wahrscheinlich nur so vorkommen. So. Munition mitnehmen. Ich glaube, die hatten keine dabei, weil normalerweise sammelt man die ja sofort ein. So. Welches Auto ich jetzt nehme, ist eigentlich egal. Nehme ich mal meins wieder. Ja, ich will eigentlich ungern hier mit dem roten Auto weiterfahren. Und ja, hier die Straße weiter geradeaus. Das sieht unbefahrbar aus. Ich hab's mir schon fast gedacht. Da muss ich doch hier oben lang fahren. Naja, komm, ich sammle mal hier noch die Kisten ein. So, zumindest das Geld. Jetzt können wir ja wieder noch ein bisschen mehr als 800 einsammeln. 800 Dollar. Und dafür können wir uns auf jeden Fall was Ordentliches kaufen. Und ich sag mal so, Geld haben wir hier genug. Aber das ist halt, wenn man halt immer die Sachen... Nee, ist doch hier nur ein Weg. Ich werde auch blöd. Aber das ist halt, wenn man immer die Sachen einsammelt, die man halt so als kleines extra findet hier, dann wird man schnell reich. Kann ich hier durchfahren? Ja, nice. Wow. Fuck. Das war jetzt echt uncool. Na, sind dann noch 200 Meter. Du musst es vor Piraten nur so wimmeln, nicht so für einen Aussichtspunkt. Ja. Oh, fuck. Okay, dann mache ich erstmal hier die Gegner platt. Funkerlaut, okay, ich muss lautlos dahin. Dann werde ich die nochmal markieren. Ist er tot? Oder? Wieso kann ich die nicht markieren? Er ist ja wirklich tot, ja, scheint so. Okay. Tief ein Stein, okay, ich lenke ihm ab. Dass wir einfach dahin schauen sollen. Hey Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen. Jetzt guck ich mal. Auf dem Schiff sehe ich erstmal keine Gegner. Okay. Ja, war eigentlich dann doch ganz gut, dass ich vom Auto abgestiegen bin vorher. Beziehungsweise nicht mehr weiterfahren konnte. Weil, wäre ich jetzt hier mit dem Auto einfach reingefahren, hätte nicht gelesen, dass ich. Oder einfach nur kurz überflogen, ja, reinfahren und. Dass ich hier lautlos rein muss, wäre ja schon wieder scheiße gewesen. Okay. Okay, da ist noch einer, den hätte ich hier zum Beispiel auch nicht gesehen ohne die Kamera. Ich muss da irgendwie rein. Ich denke mal, ich komme da unten am besten rein, aber ich glaube, hier das Seil hochklettern ist nicht, ne? Wahrscheinlich hinterher zum Abhauen. Ich kann ja mal einen Stein werfen, ob die da direkt hingehen. Das ist viel zu weit weg. Komm. Ich werde erstmal hier weiter lang laufen. Ist auf jeden Fall gerade echt spannend. Weil, ja, es ist so eine Mission, wo man langsam vorgehen muss, auf jeden Fall aufpassen muss. Ja, ich darf ja nicht entdeckt werden, ne? Sind wieder zwei. Okay, da komme ich hoch. Gut. Quasi nur die Frage, ob ich jetzt einfach so
Mann, ich sehe nur zwei Leute erstmal. Ob ich dann quasi hier so lang kriechen kann, da irgendwie hoch. Und ich weiß nicht, ob der guckt zwar in die Richtung hier, aber ich kann es ja erstmal versuchen. Ja, tiefe Wasser ist, naja, ob das hier wirklich tief ist. Auf jeden Fall werde ich erstmal einen Stein hinwerfen. Okay, die habe ich erstmal abgelenkt. Was cool ist, dass ich jetzt erstmal alle auf der Minimap sehe. Und mir da erstmal keine Gedanken machen muss. Ich glaube, ich gehe dann hier hoch. Ist, glaube ich, besser. Oder sind noch mehr? Die werde ich erstmal markieren. Einen Stein dahin werfen. So. Der Funker. Oh, fuck. Ich glaube, die sehen mich nicht. Die wird wahrscheinlich ganz oben irgendwo drin sein. Und sag mal so, zur Not. Ach, zur Not kann ich ja einen Gegner messen oder so. Solange es halt lautlos ist, ne? Ja, welches Schiff muss ich denn hin? Ach, das sind doch die Funker. Funker. Das sind nicht ein Funker, sondern die Funker. Wahrscheinlich. Na ja, gut, wenn das die Funker sind, ja, dann ich bin auch so blöd. Wenn ich die lautlos töten muss, dann springe ich erstmal hier runter. Wasser. Das ist hier relativ tief. Da habe ich mich natürlich schon wieder dämlich angestellt. Nur dämlich hoch 5. Komm. Fuck. Ja. Der dreht sich um. Komm, dreh dich um. Kommt da jemand? Eine Stripperin noch nicht. Komm. Bildet Suchtrupps! Komm. Take down. Da ist bestimmt nichts. Ah, gut, dass ich den Scheiß gekauft habe, ey. Okay, gut. Hui. Ein von drei hätte ich schon mal. Das ist natürlich jetzt mega fail, die Position, von der ich komme. Ja, aber gut, dass sie nicht so weit schauen können. Ich werde mich jetzt erstmal hier hinter verstecken. Erstmal einen Stein werfen. Boah, cool. Kann man doch so schnell hintereinander machen. Gefällt mir. So. Ist nur noch ein Funker. Ich glaube, ich muss wieder aufpassen, weil... Ja, ich wollte gerade schon wieder so viel riskieren. Dann stürme ich einfach los. Jetzt, wo ich quasi gesehen habe, dass man so schnell hintereinander einen Takedown machen kann. Komm, weiter wegwerfen. Ja gut. Hey, da. Jetzt zum Funkgerät. Zum Funkgerät, gut. Jetzt muss ich hoch. Hui, auf jeden Fall spannend. Aber sowas gefällt mir. So, hier hoch. Yep, komm ich da? Ja, nice. So. Aufmachen. Ich hoffe, da ist keiner drin. Ja, war klar. Was? Nimm
nimmt Erpresservideos in der PC auf. Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Ja, Alarm. Komm hierher. Okay. Soweit. Jetzt oder nie. Was? Seid ihr die Verstärkung auf dem Strand? Okay. Ach. Aufmachen. Ja, die ganzen Tutorials und so lese ich mir gleich später durch. Weil dafür habe ich jetzt keine Zeit. Lass mal die töten, die ich schon gesichtet habe. Weil der ist so weit weg, der kommt eh nicht. Göttliches Aiming. Und ja, ich habe halt nicht mehr viel Munition. Ich denke mal, ich muss dann auch gleich runter mir Munition holen. Ich glaube, das war direkt ein Kopfschuss. Da steht einer oben auf dem Schiff, genau. Ich habe so gewusst, ich wurde von irgendwo weiter oben geschossen. Ah. So. Wobei, wenn man sparsam mit der Munition umgeht, dann geht es ja noch halbwegs. Ja, gut. Ich habe gedacht, ich bekomme Fallschaden. 18 Schuss habe ich jetzt wieder drin. Gut, dass ich von Anfang an die AK aufgesammelt habe. Weil dadurch habe ich jetzt so viel Munition hier. Krieg ich erstmal einen Anruf. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Gut, das hätte ich geschafft. Dann komme ich mal nach Amanaki. Wobei, nach Amanaki komme ich ja dann gleich so schnell hin. Ich denke mal, jetzt werde ich erstmal die Kisten alle einsammeln, wenn ich schon mal hier bin, weil... Das sind Edelsteine und so, die braucht man ja sowieso hinterher. Und jetzt bin ich schon mal hier. Also ist eigentlich dann dadurch leichter für mich jetzt hier die einfach einzusammeln. Und ich stelle mich gerade wieder super blöd an. Wahrscheinlich. Das ist das Teil hier irgendwo oben. Ja, da oben. Zack. Ja, voll. Aber die Edelsteine kann ich doch einsammeln, oder? Auf jeden Fall verschwinden die Symbole auf der Minimap. Ich sammle erstmal die Kisten hier oben ein. Ja, komm. So. Die Kiste ist definitiv nicht hier oben. Die andere war auch nicht oben. Und zack, hier drauf springen. Die Kiste noch. Dann genau, hier unten sind noch Kisten. Wunderbar. $30. Ja, so füllen wir unser Konto. Ist doch echt cool. Und das Teil ist doch oben. Oh, verdammt. Also sammle ich jetzt mal hier die Edelsteine ein. Die Kisten halt. Ja, scheint oben zu sein. Sprich mit Dennis. Ja, mache ich gleich. Okay, hier unten ist erstmal nichts mehr. Oh, da habe ich doch was gehört. Sind hier irgendwelche Piraten? Nee. Naja, ich bin auf einem Geisterschiff. So, Munition wieder voll. Erklärt euch das mal hier hoch. Denn hier oben wird auch was sein. Okay, da geht's nicht rein. So, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Komm. Sammeln wir das Geld ein.
Das ist die Frage. Wo sind die beiden anderen? Es gibt ja quasi noch hier oben. Da kommt man nicht rein. Dann hier irgendwie. Ganz oben. Okay, jetzt bin ich hier. Okay, ganz oben. So. Vielleicht, ja, ich glaube, da oben ist dann auch eine Kiste, da ganz oben. Auf dem anderen Schiff. Komm, mach doch jetzt die scheiß Kiste auf. So. Nein, 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 nein. Puh, ging ja nochmal. Gut. Aufpassen. Ah. Hat Glück gehabt. So. Die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Da ist die Kiste und so. Und jetzt nur noch da hinten die eine Kiste, die wahrscheinlich ganz oben ist. Okay, da hier in der Mitte liegt noch eine. Okay. Ich weiß, ein bisschen langweilig zum Zuschauen, aber ich will das Spiel quasi, wenn es geht, so mit allen wie möglich, mit allen Boni und so alles abschließen. Ich will jetzt nicht sagen 100%, weil das ist eh, da, bei so einem Open-World-Spiel, da gibt es wahrscheinlich so viele Sachen, die man noch einsammeln kann, aber naja, auf jeden Fall viel will ich machen oder schaffen. So, Schnellreise aktivieren. Ja, das ist ganz schön ungewohnt, so ein neues Mikrofon hier direkt vor Mund zu haben. Ja, gehen wir mal raus. Erstmal die irgendwas verkaufen hier. So, verkaufen. So, eine Elfenbeinfigur. Schneller Verkauf, ja. Was stand da jetzt? Beide kann ich verkaufen. Tasche voll. Okay. Jetzt habe ich erstmal hier wieder eine volle Brieftasche. Ohne die kann ich nicht. Kurz zu schauen, Herstellung. So, Kampf. Achso, Spritzentasche ist auch voll. Ah, Spritzentasche, so. Kann ich herstellen? Kann ich. Nein, kann ich nicht. So, jetzt kann ich das wieder herstellen. So, herstellen. Hier tausche ich die beiden mal. Gegen erweiterte Wahrnehmung. So, Brieftasche. Robuste. Munitionsbeutel. Wildschweinfell. Brauche ich noch, okay. So, ich würde sagen, das war's erstmal. Und wenn es euch gefällt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ja, ciao dann.